Öl, das Welthandelsgut Nummer 1. Allein die USA verbrauchen täglich 3 Milliarden Liter Rohöl. Das sind pro Einwohner 11 Liter am Tag. Ein halber Liter davon für Verpackungen aus Plastik. China braucht jedes Jahr 1 Milliarde Liter Rohöl. Und das nur zur Produktion von Damenstrümpfen. Der aktuelle Weltverbrauch liegt bei 13 Milliarden Litern am Tag. Tendenz steigend. 85% aller Rohöltransporte gehen über den Seeweg. Über die Ozeane mit Supertankern der VLCC-Klasse. Very Large Crude Carrier. Sie sind über 300 Meter lang und bis zu 60 Meter breit. Das Deck hat eine Fläche von 19.000 Quadratmetern. Die Schiffsaufbauten haben die Höhe des Brandenburger Tors. Der Motor leistet 37.000 PS, ist 4 Stockwerke hoch und 960 Tonnen schwer. Der Tiefgang liegt bei 22 Metern. Das Fassungsvermögen des Tankers beträgt 345 Millionen Liter Rohöl. In Badewannen gerechnet sind das 4,5 Millionen Füllungen. Aufgereiht ergibt das eine Strecke von 9.000 Kilometern. Das entspricht zum Beispiel der Entfernung zwischen Texas und Dortmund. Durch eine 3 Meter starke Doppelhülle wird das Öl gesichert. Das schützt unsere Umwelt und sorgt für attraktive Marktbedingungen. Denn bis 2010 muss weltweit der größte Teil aller Einhüllentanker durch Neubauten ersetzt sein. Das begrenzt die Transportkapazitäten der Weltflotte und führt zu höheren Charterraten. VLCC Supertanker mit Doppelhülle. Anlage mit Dynamik und Sicherheit.